Auf jeden Fall ist hier noch was, ne? Könnte natürlich auch einfach nur Kulisse sein. Da hatte ich gerade einen roten Grafikfehler. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr nach einem Grafikkarten-Update. Da waren Münzen, ohne auf die Karte geschaut zu haben. Ich bin halt immer so ein bisschen im Zwiespalt. Soll ich auf den Stick drücken, um mir die Sachen anzeigen zu lassen, oder soll ich erstmal so durchlaufen? Unsere Vorfahren kamen auf der Flucht aus Byzanz hierher. Sie durchwanderten eine Wildnis, die sie fast umbrachte, aber sie überlebten und fanden dieses Tal. Und wie ehrten sie dieses Geschenk Gottes? Indem sie den Bergen Steine entrissen und ein neues Reich erbauten. Ein höhnisches Abbild dessen, was sie fast vernichtet hätte. Aber wie beim Turmbau zu Babel hielt Gott es für angebracht, uns Demut zu lehren. Wir lernten, auf das Land zu hören und wurden Hüter statt Eroberer. Dafür zeigte das Land uns seine Geheimnisse. Ihr müsst nur zuhören. Hast du aber eine lange, dramatische Pause vor dem letzten Satz gemacht. Ja, der Natur zuhören, das wäre manchmal wohl angebracht. Ich schaue hier immer noch ein bisschen nach den ganzen möglichen Munitionssachen, weil ich immer noch im Hinterkopf habe, wie viel ich damals verschleudert habe. Die Wölfe. Eine Reliquienkiste. Sie wurde verwendet, um Reliquien der Heiligen aufzubewahren. Zum Beispiel Zähne, Finger oder sogar den ganzen Kopf. Scheint eine Reliquie des Propheten zu sein. Okay, wir finden eine Reliquienkiste in einer Reliquienkiste. Sie ist leer. Das hätte ich auch ohne genaues Untersuchen erkannt. Aber mehr scheint da auch nicht zu sein. Gut. Nennt man das dann nicht Inception, sondern Reliquception? Ja, keine Ahnung. Der Lärm wird aber lauter, also ich sollte mich auf jeden Fall darauf vorbereiten. Schon mal, guck mal, hier ist Öl. Also ich glaube einfach, dass wir recht bald kämpfen müssen. Warte mal, ich hatte doch eben ein Gewehr fertig gefunden und war hier hinten nicht eben noch... Wie kann ich nochmal schneller laufen? Schneller geht's nicht. Es kann sein, dass das Lager schon da oben war. Wenn ich ein Gewehr habe, dann würde ich das schon gerne zusammenbauen. Ich glaube, da hinten war das. Da hätte ich auch eventuell hier unten langlaufen können. So, Waffen. Wir haben ein neues Gewehr eventuell, ist die Frage. Es macht mehr... Bin nicht so sicher, dass ich das wirklich will, weil, okay, es hat mehr Schadenrückstoß, aber es schießt langsamer, ich muss öfter nachladen und das Nachladen dauert auch noch länger. Da bin ich, glaube ich, mit dem Sturmgewehr hier, glaube ich, noch recht zufrieden. Habe ich das jetzt umgerüstet? Nein, habe ich nicht, oder? Ich bin auf dem Sturmgewehr. Dabei bleibe ich auch. War schön, dass wir eins gefunden haben. Ups. So. So, wir wollten hier lang, glaube ich. Ja, wir wollen da lang. Genau, hier hatte ich eben das Öl und dann war ich zurückgerannt. Der Hof ist klar. Was sollen wir mit diesen Gefangenen machen? Erledigt sie! Nicht schießen! Einen verfehlt. Ab jetzt sei gründlicher. Das ist nicht gut. Wie ist unser Status? Sieht sauber aus hier. Team 4 sucht in den Tunnel nach einer Spur des Atlas. Ausschwärmen und Bereich durchkämmen. Alles töten, was dich noch bewegt. Und nimm da die war ich zu langsam. Wir müssen Munition sparen. Will eigentlich die beiden hier
Irgendwie mit einem Molly oder so. Nein, nicht hier lang. Was haben wir hier? Hier, die Flasche. Nimm sie. Nein, das will ich nicht. Nein. Nein. Was ist das hier? Könnte sein. Glaub schon. Warum kann ich den nicht plündern? Hallo, ich hab dich umgebracht. Gib mir dein Zeug. Ja, wenigstens du gibst mir was. Ja, man hat wieder gesehen, immer so. Das wollte ich jetzt nicht. Nee. Schmeiß mal die einfach mal weg. Ja, dass ich habe halt kurz nach dieser Flasche geschaut und das war gut, weil die hat mir dann Molly gegeben. Und hier liegt einfach mal noch ein Reh rum. Da wären noch mehr Flaschen gewesen, aber eine hat mir hier in dem Fall auch gereicht. Ich wollte ja eigentlich den einen, der am Anfang hier wegging, den wollte ich leider ausschalten. Da war ich dann allerdings doch zu langsam. Dass sie immer nachlädt, wenn ich hier die Leute plündern will. Haben wir noch mehr Pfeile? Das ist immer gut, dann müssen wir nämlich nicht nach Federn von unseren Freunden den Vögeln suchen. Ja, wir sind auf jeden Fall hier noch nicht komplett fertig. Es wird da, also man hört es ja schon, irgendwas wird da noch sein. Die Frage, ob man das irgendwann noch aufspringen könnte, um dort lang zu kommen. Man weiß halt nie, hinter welcher Ecke dann wieder Feinde kommen. So, nichts übersehen bitte. Und vor allem die Feinde halt immer, damit wir da Schrauben und alles mitnehmen. Und Schrauben finde ich jetzt wichtiger als zum Beispiel irgendwie ein Stück Stoff oder so. Die Moni ist auch voll. Und das ist wieder kein Feind. Hinten sehe ich eine Kiste. Molly, aber trotzdem, bis ich da hinkomme. Nicht sie, nur ich. Die paar Schüsse war es mal wert, weil ich hatte Angst, wenn ich hier hinlaufe, dass ich dann irgendwie Planschgeräusche mache. Und man konnte ja recht gut, zumindest beim allerersten, ganz in Ruhe anvisieren und von daher war das dann nicht ganz so kritisch. Das ging also schon. Pilze gibt es nicht für mich.
Ich? Hatten wir hier nicht irgendwo noch eine Flasche? Das war schlecht. Habe ich quasi, ich hätte wahrscheinlich den hier erst ausschalten sollen, leise, und dann den Molly werfen, aber da hatte ich halt schon die brennende Flasche in der Hand. War es das trotzdem schon? Könnte sein. Halt immer hier die Frage, will man hier mit totalem Metzelstil durch oder zumindest eine ein oder zwei Situationen es geschickt machen. Und wenn es geht, dann versuche ich es auch. Aber ich glaube, munitechnisch sind wir jetzt mittlerweile wieder ganz gut dabei. Aktuell brauche ich hier... Könnte natürlich am Ende hier die Flasche einfach schon mal aus Verdacht mitnehmen. Ich werde die mal diesmal noch nicht mit Sprit füllen. Sind das hier Pilze oder Münzen? Das sind... Oh! Haben wir die Münzen noch mal direkt mitgenommen. Ja, danke. Hey, hey, langsam! Diese Mistkerle sind raffiniert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Angst, ich töte alles, was sich bewegt. Geht's langsam an. Augen aufhalten. Gut, dass ich eine Flasche hatte. Obwohl, hier hätte direkt eine neue gestanden. Können wir ja mal mitnehmen, aber wahrscheinlich werde ich die da vorne beim Plündern wieder ablegen. Das ist halt immer so dieses... Plündern. Da waren noch zwei. Ne. So. Hier war, das sieht ja aus. Na, ich hätte auf Stoff getippt. Aber es waren ein paar Kräuterchen. Geht's hier eventuell weiter? Ja, da ist die Flasche weg. Weißt du, ich glaube dir. Darum werden wir dich weiter prüfen, bis du aufhörst zu atmen. So weiß der Nächste, den ich nach dem Atlas frage, dass ich es ernst mache. Gutes. Wenn dir schlecht wird, dreh dich einfach zur Wand rum. Hier liegen keine Flaschen. Ich gebe zu, das liegt mir. Fragen halten nur unnötig auf. Das waren Schüsse! Schweine. Das lief gut. Bind mich los. Ich werde jeden Einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Das wird schon wieder. Natürlich. Ich werde alle Probleme lösen. Sie mussten uns nicht helfen. Das vergesse ich nicht. Ja. Ich vergesse auch die Münzen nicht. Nur atmen.
Wir bringen dich hier weg. Halt durch. Ich muss mich ausruhen. Einen kleinen Moment. Ja, schau die Wand so lange an. Schade, dass anscheinend wieder die Feinde weg sind. Weil die hätte ich gerne noch geplündert. Einen Weg hier rausgeben. Sie ist von da drüben versperrt. Hier durch? Ah, schau mal hier. Das kann nur wir. Andere können hier keine Steine rauspulen. Du stellst aber laut. Ich höre dich bis hier drüben. Okay. Na gut, ich hätte wahrscheinlich sogar runtergeschaut. Grund. Das sah jetzt nicht so tief aus. Da ist sie. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Schaffen die das nicht, das Zeug da wegzuräumen? Einen Weg finden, die Blockade zu zerstören. Das sollte gehen. Mit einem Faden festbinden, ein wenig Kaugummi zum Drankleben. Und wir haben einen MacGyver-Granatenpfeil. Natürlich. Heißt es wirklich Granatenpfeil oder eher Granatpfeil? Aber nee, das Granaten stimmt schon. Ich habe jetzt irgendwie wahrscheinlich so an Granatapfel gedacht. Aber Granatenpfeil kann man wohl sagen. Ja, hier ist... Ach. Hä? Hey? Na gut. Ah, da sind keine Muttern drin, sondern nur Stoff und anderes Zeug. Ein alter Hirsch-Talisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Also, naja. Ja, Geschmäcker sind verschieden. Ich kann mir vorstellen, dass es manchen Leuten vielleicht gefällt. Jeder wie er will. Ach Gott, jetzt kommt wieder das schreckliche Zwischenpfeilen wechseln. Obwohl, das sieht schon nach Granat aus. Weg von der Tür! Da oben rechts sieht man, glaube ich, ein Explosionssymbol. Nein. So, dann halt. Danke, Laura. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Durchbrechen Sie das Tor und Granatpfeile kann ich herstellen. Ja, das Inventarmenü habe ich nie verstanden. Ging das irgendwie... Konnte irgendwie sofort Pfeile herstellen. Das ist seltsam. So habe ich irgendwas hergestellt. So habe ich auch irgendwas hergestellt. Naja. Mache ich dann notfalls wieder am regulären Lager. Wo geht's denn jetzt hier lang? Will ich hier noch rechts rein oder kam ich da gerade her? Geradeaus käme auch wieder ein Lager. Ah, okay. Hier war der Raum. Da waren wir durchgebrochen. Also hier waren wir durchgegangen. Da hatten wir draufgesprungen. Jetzt sind wir durch. Gut. Von der Musik würde ich noch wieder einen Kampf vermuten. Deswegen bleibe ich mal auf Maus und Tastatur. Ja, Maus und Tastatur. Ist aber erstmal nichts. Dann setze ich mich mal. Setze ich mich, so. Hat aber nichts zu sagen.
Was haben wir denn hier für einen Fähigkeitspunkte noch? Jetzt mal auf Camper wieder gehen. Wir haben den effizienten Killer. Das war ja lautlos, mache ich eh nie. Von oben runterspringen mache ich nie. Das wäre eventuell ganz nett. Ja, ich glaube, ich gehe mal darauf. Weniger sterben und so. So, Inventar. Kann ich hier Pfeile herstellen? Wir hätten hier zum Beispiel Giftpfeile, könnte ich machen. Feuerpfeile, die Granatpfeile haben wir gerade hergestellt. Überleg gerade, wie viele ich hier habe. Das sollte eigentlich reichen, um alles voll zu machen. Das waren Pfeile. Da haben wir noch. Ja, das haben wir noch nicht. Und gut, das brauchen wir nicht. Haben wir mittlerweile hier Ausrüstung oder ist das immer noch ein Pistolentäschchen? Na, da habe ich sowieso nicht genug Felle und solches Zeug. Das. Warte mal. Da hatte ich was vergessen. Gibt es denn eventuell was für meine Sachen? Aktuell bin ich auf dem Sturmgewehr. Da kann ich in der Tat den Lauf verlängern, weil länger ist immer besser. Abgesehen von der Technik natürlich. Und hier haben wir eventuell auch was. Was haben wir eigentlich hier noch für andere Bogen? Ich glaube, die hatte ich schon mal durchgeschaut. Die waren alle... Naja, ich glaube, ich bleibe bei dem hier. Allerdings können wir hier aktuell nichts verbessern. Da fehlen uns... ja, jede Menge Felle und Muttern. Aber ist ja okay, weil wir haben gerade das Gewehr... noch besser gemacht. Das war fast zu erwarten. So, wo geht's jetzt weiter? Wo kam ich her? Ich glaube, ich muss da die Treppe hoch. Habe ich gedacht, da liegt da vielleicht noch ein Hirsch oder ein Reh, das ich häuten könnte. Dem war allerdings nicht so. Okay, das sieht mal wieder ein bisschen nach Klettern aus, weil wir ein bisschen Schießen wieder hinter uns haben. Aber hier liegt was. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Finde ich zwar ganz nett, dass die das hier so in die Geschichte einbinden, wie die das gelernt haben. Allerdings ist das alles ein bisschen zu spät, weil genau das wissen wir alles schon. Okay, hier wollte ich lang... schnell lang und dann da hochspringen. Aber das sollte wohl nicht schnell sein. Also eigentlich langsamer geht's schon nicht mehr. Das kann ich hier auch gerade nicht schneller machen.